Was geht? Einen guten Schmidt, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Heute sind wir natürlich wieder hier für den obligatorischen Lesemonat. Mhm. Für den Monat? Juni. Das ist geplant gewesen. Das war geplant. Unfassbar. ja, wie lief's bei dir? Nicht gut. Mhm. Also ich hatte diesen Monat überhaupt keine Lust zu lesen, aber so gar nicht. Also Leseflaute hoch 20.000. Ich bin aber auch in diesen Rabbit Hole TikTok gefallen. Mhm. Ja. mein Leseleben lief ganz gut. Ich habe 11 Bücher geschafft, 2 Kurzgeschichten und ein Buch pausiert bzw. abgebrochen. Da ist die Jury noch nicht out. Wir sind uns noch unsicher. Wir müssen aber ansprechen, bevor wir uns um die Bücher kümmern, die wir gelesen haben. Und zwar sind ja 3 Videotage, glaube ich, ausgefallen. 3 oder 4, ich bin mir nicht mehr sicher, wo keine Videos kamen. Soll ich das sagen? Ja, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, ist unsere Nele leider über den Regenbogen, über die Regenbogenbrücke gegangen. Es wurde leider immer schlimmer mit ihr und sie hat gelitten und dann haben wir uns entschieden, dass es besser wäre, halt sie zu befreien von dem Leid. So, und Melli hat da immer noch mit zu kämpfen, ich auch. Also, aber oh ja, Schatz, so auf jeden Fall sind dann halt dementsprechend ein paar Videos rausgefallen. Genau. Und ich drehe Rezensionen immer, wenn ich das Buch beendet habe, damit meine Gedanken frisch sind und damit ich das Buch so gut wie möglich für euch rezensieren kann. Also sind sehr, sehr viele Rezensionen, die halt über die nächsten Monate und Wochen kommen, vorgedreht in dem Moment, in dem ich sie halt gelesen hatte. Und zu dem Zeitpunkt lebte Nele halt noch, also weiß ich nicht, ob die vielleicht in ein paar Videos nochmal auftaucht oder nicht. Nur damit ihr euch nicht wundert, die sind vorgedreht. Die sind vorgedreht, genau. Eine letzte Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist, wundert euch nicht, wenn ich mir die ganze Zeit an die Brust fasse. Ich habe so einen Klebe-BH an und der klebt nicht richtig. Yeah. Too much information. Ja, also, ne, wundert euch nicht, wenn ich die ganze Zeit so hier sitze. Das hat schon seinen Grund. Okay, fangen wir an. Ja. Yeah. Erstmal zu dem Buch, was ich momentan pausiert, aber vielleicht wird es einen abgebrochen, ich bin mir noch unsicher. Und zwar habe ich angefangen mit Die Chroniken von Azur, der Verfluchte, von Bernhard Hennen. Bernhard Hennen. Das klang so cool. Freunde auf dem Klappentext steht, von wegen schwarzer Mond, Prophezeiung und so. Und ich war so, oh ja, Macht. Ja, ich war bereit. Und ich bin bis Seite 141 gekommen, was nicht so unweit ist. Nee. Die ersten 80 Seiten spielen viele Jahre vor den eigentlichen Ereignissen und die waren auch okay. Ich finde zwar, man kommt sehr, sehr schleppend durch den Schreibstil von Bernhard Hennen, aber die ersten 80 Seiten waren in Ordnung. Und dann ging es nur um eine Prostituierte. Und nicht mal um die Prostituierte und ihr Leben. Es ging um irgendeinen Typen, der aus mir unerfindlichen Gründen zu ihr geschickt wird und das einfach macht. Ich habe es nicht verstanden. Ich finde das Buch, es hat mir einfach nicht gefallen. Und ich weiß nicht, ob ich weiterlesen will. Weil eigentlich will ich schon wissen, was es mit dem schwarzen Mond auf sich hat. Aber andererseits muss ich noch einmal lesen von dieser Konkubine und von der komischen anderen Frau. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe kein Interesse. Mal gucken. Ja, aber irgendwie muss ich das doch entwickeln. Irgendwie. Irgendwo hin. Ja, ich hoffe. Irgendeinen Sinn muss doch diese Prostituierte haben. Ja, ich. Momentan soll sie aus ihm einen Mann machen, damit er was mit einer anderen anfangen kann. Und dass er zu der Prostituierten geht, ist nicht seine Idee, sondern die von der anderen Frau. Also, too much information. Ja, ich kann es bisher noch nicht empfehlen. Bisher ist es Mann, das waren 17 pausiert. Euro. Ja, ich bin mir unsicher. So, jetzt zu dem ersten Buch, was ich tatsächlich beendet habe. Und zwar ist das kleine Iris, der Riss im Spiegel des Himmels von David Grund. Ich hatte ja letztes Jahr den ersten Teil, Kleine Iris, die letzte Traumkarawane, glaube ich, von ihm rezensiert. Er hat mir beide Bücher zur Rezension zugeschickt und ja, jetzt habe ich mich endlich an den zweiten Teil gesetzt. Ja, ich finde, der hier macht von der Aufmachung her schon sehr, sehr viel besser als der erste Teil, das muss man wirklich sagen. Also von der Aufmachung, man kommt viel, viel schneller durch, der Schreibstil ist flüssiger, das Lektorat macht weniger Fehler, bla bla bla. Also finde ich, ist wirklich besser geworden. Leider
gab es dafür neue Fehler, die es im ersten Teil nicht gab. Und ich kam mit der Geschichte einfach nicht mehr hinterher. Dazu muss ich sagen, dass ich anfangs dachte, das wäre eine Dilogie. Also vielleicht war mein Mindset auch einfach falsch, weil ich dachte, okay, das ist das Ende. Und dann habe ich erfahren, das ist gar nicht das Ende. Ja, aber das Buch hat 2 oder 2,5 Sterne von mir bekommen, leider. Ja, wer Lust hat auf sowas Innovatives, weil es ist sehr innovativ, es geht um ein Mädchen, die sich nur an negative Ereignisse aus ihrem Leben erinnern kann, der sollte sich das Ganze mal angucken. Aber mich konnte es leider nicht überzeugen. Ja. Oh Mann. Ja, so ist das. Ja, dann was Freudigeres. Ich habe Hope gelesen. Von Helena Hunting, der 4. Teil und der letzte, der bisher rausgekommen ist aus der Mills Brothers Reihe, genau. Und ja. Gern geschehen. You're welcome. You're welcome. Ja. Wir haben eben Disney Musik gehört. Worauf wollte ich hinaus? Ach ja. Entschuldigung. Kein Problem. Das nächste Video, das kommt, ist die Rezension hierzu und dann ist diese Reihe erstmal abgehakt bis Oktober, wenn dann der letzte Teil kommt. Hier geht es um Cozy und Griffin, die sich mehr oder weniger durch Zufall kennenlernen und dann merken, dass da was ist bei denen, ne? Wie gesagt, mehr dazu in der Rezension. Das Buch hat 4 Sterne von mir bekommen, es ist mein Favorit bisher in der Reihe. Ich hab geflogen durch die Seiten. Ja. Ich bin durch die Seiten geflogen, ich mochte die Charaktere super, super gerne. Ich mochte die Tropes, ich mochte die Themen, die hier angesprochen wurden. Und alles in allem hatte ich einfach einen Menge Spaß. Hier rein, hier drin. Ja, ja. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Mach ich noch eins, dann bist du dran. Ja, klar, mach ruhig. Ja. Ich komme dieses Leben nicht mehr dran. Doch, weil hier werde ich deine Meinung brauchen. Okay. Und zwar habe ich mein erstes Markus Heitz Buch gelesen, und zwar Schatten über Uldart. Die dunkle Zeit, Band 1. Hier geht es um, ach Leute, es tut mir leid. Also hier geht es um Lothric, der der Thronerbe ist und der macht aber alles falsch. Der ist dick, nicht besonders schlau, hat keine Ahnung von eigentlich gar nichts. Und sein Vater schickt ihn in eine nördliche Provinz, damit er lernt, erwachsen zu werden. Und gleichzeitig gibt es eine Prophezeiung, in der es heißt, dass Lothric der Katalysator von etwas Schlimmem sein kann. Entweder er ist der Retter von allem oder er ist der Zerstörer. Und dann versuchen halt alle Lothric zu beschützen und währenddessen entwickelt er sich auch. Und das ist mehr oder weniger, worum es geht. Es hat 3,5 Sterne von mir bekommen. Als ich es beendet habe, war ich der festen Überzeugung, dass ich weiterlese. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Und deswegen werde ich das von dir abhängig machen. Wenn du das liest und sagst, hey, geil, lesen wir weiter, dann lese ich auch weiter. Also ich bin ja so ein Verpackungsopfer, ne? Und ich finde, das Buch sieht super hammergut aus. Ich finde auch, dass der Klappentext mega cool klingt. Aber ich finde, dass das Buch super viel Potenzial hatte, was Markus Heitz nicht so ausgeschöpft hat. Ja gut, aber das ist das erste Band. Ja. Der erste Band. Oh Mama. Das ist der erste Band. Und ich finde, bei Macht zum Beispiel fand ich den ersten Band auch nicht so stark. Ja, da hast du auch recht. Aber ich weiß nicht, ob mir der Weg gefällt, in dem das Ganze hier geht. So gegen Ende kommen ein paar Sachen raus und man hat auch eine Zukunftsvision bekommen. Und das redet alles nicht mit mir. Aber ich werde es von dir abhängig machen, weil Mama, also als ich Goddess of Poison gelesen habe, fand ich es miserabel und wollte nicht weiterlesen. Dann hat Mama es gelesen und sie wollte unbedingt weiterlesen. Also habe ich mich genötigt gefühlt, auch weiterzulesen. Und das hat uns das Sleeping Prince gebracht. Ja. Deswegen, wenn Mama sagt, ey, finde ich cool. Und jetzt wird es nicht übersetzt. Richtig. Toll. Ja, aber wenn du sagst, geil, geil, dann ja. Lesen wir weiter. Ja, so ist es. Schreib's lieber okay, aber jetzt auch nicht so cool, wie ich gedacht habe. Mann, das ist Markus Heitz, was ist denn los mit euch? Alle sagen, boah, Markus Heitz, voll der krasse Typ. Und ich fand den jetzt okay. Ja, aber mit mir geht das sehr oft so, mit vielen Sachen. Ja, aber du bist von Natur aus weird. Ja. Mhm. Also haltet euch nicht an meine Aussagen, weil ja. Sowieso komisch. Ja, das war. Okay. So, ich habe gelesen, Die Königin, die Legenden von Atrolia. Uiuiui, endlich. Der zweite Band. Von Megan Wellen Turner. Ja, endlich. So. Ich habe dem 3 Sterne gegeben. Ich habe 120.000 Tage dran gesessen. Mhm. Aber nicht wegen dem Buch, sondern weil ich einfach nicht reingekommen bin irgendwie. Also ich fand den ersten Band fand ich besser. Ja, der hat 4 Sterne von mir bekommen. Fand ich schon besser, obwohl da sehr viel umschrieben wird und so weiter. Und hier ist das genauso. Also hier über Seiten wird dann eine Geschichte erzählt und die eigentlich gar nichts mit der Geschichte zu tun hat. Also nicht wirklich. Mhm. Ich leg's mal runter. Und ich habe mich auch nicht so verbunden gefühlt wie Melly jetzt mit den Charakteren. Ich fand die so, Und ich finde auch Gen so, Und ich finde die Königin so,
Ja. Ja, also ich fühle mich mit der Geschichte nicht so ganz verbunden, aber ich glaube, das liegt eher an meiner momentanen Stimmung. Also ich bin, momentan habe ich nicht wirklich Lust zu lesen. Ich habe die Leseflaute des Todes. Du brauchst mal wieder was, was dich richtig abholt, ja, genau, was du liebst. Ja, ja. Also ich habe wirklich in letzter Zeit so, hat mich alles nicht so wirklich gepackt. Verstehe ich. Ja. Akzeptiere ich. Das war's so, ich gehe dann, ne? Nein, du hast noch eine. Eins habe ich noch. So, dann habe ich was gelesen, was mir nicht gut gefallen hat. Zeit. Oh ja. Und hiermit ist auch offiziell, dass meine Stimmung doch nicht meine Bewertung beeinflusst. Weil als das ganze Nele-Ding kam, habe ich dieses Buch gelesen und es hat trotzdem 4,5 Sterne bekommen. Sage ich gleich mal dazu. Und im letzten Lesemonat war ich ja unsicher, ob ich vielleicht The First Girl Child schlechter bewertet habe, weil es mir nicht gut ging. Aber es ist jetzt offiziell nein. Ich kann ein Buch weiterhin sehr, sehr gut finden, auch wenn es mir gerade nicht gut geht. Und das finde ich toll, weil ich es hassen würde, wenn meine Stimmung das Buch irgendwie beeinflusst, weil das finde ich mega unfair. Und deswegen... War das jetzt so eine... Ach so, nein. Nein, so war das nicht gemeint. Nein. Nee, aber ich habe gelesen Königsfall, die Geisel von Jeff Wheeler. In dem Buch geht es um Owen, dessen Vater seinen König verrät, hintergeht. Der ist nicht so ganz treu. Und als der König das spitz kriegt, ist er so, ihr habt mich hintergangen. Dann nehme ich jetzt deinen jüngsten Sohn Owen, er ist 8, glaube ich, und nehme ihn als Geisel, damit dein Vater nichts mehr gegen mich tun kann, weil sonst weiß er, dass ich dich ermorde. Und dann geht es um Owen, der ein sehr, sehr schlauer... Das habe ich jetzt nicht mehr bekommen. Ja, Owen ist halt die Geisel, damit der Vater keinen Mist mehr baut. Okay. Das war zu schneiden. Ja, auf jeden Fall geht es dann halt um Owen, der ein sehr, sehr kluger, toller Junge ist. Und der muss dann halt in den Intrigen dieses Palastes navigieren. Er findet Freunde, er findet Feinde. Und ja, ich fand das Buch echt gut. Ich sehe, dass es nichts für jedermann ist. Ich werde es einer Mama weitergeben. Und ich hoffe, sie liebt es. Aber ich könnte auch verstehen, wenn du sagst, weiß ich nicht. Aber ich fand es so süß. Ich habe einfach Owen geliebt. Ne? Ich fand den so süß. Ich fand den Schreibstil von Jeff Wheeler super gut. Ich fand, man ist durch die Seiten geflogen. Ich fand die Lore und wie die Welt aufgebaut und so super interessant. Und ach, ich hab's geliebt, deswegen 4,5 Sterne. Ich hatte nicht das 5 Sterne Gefühl, aber es war sehr, sehr gut. Und ich bin jetzt aber ein bisschen voller Angst für den zweiten Teil, der Paladin. Weil der spielt 8 Jahre nach dem hier, glaube ich. Und ich habe Angst, dass sich alles verändert hat. Aber es macht Sinn, weil Owen halt hier, wie gesagt... Nach 8 Jahren wird sich aber irgendwas verändert haben. Es muss auch später spielen. Ich bin Stimme los, ich höre mich an wie so ein 13-Jähriger. Mit dem Stimmbruch. Nee, aber ich finde, es macht Sinn, dass es später spielt, weil er ist halt jetzt nun mal ein Kind. Und das war halt so das Setting, so okay, das ist die Welt, das sind unsere Charaktere und so. Und es hätte halt keinen Sinn, wenn er 8 bleibt. Ist er 10? Habe ich gelogen die ganze Zeit? Er ist auf jeden Fall ein Kind. Und er muss erwachsen werden, ich sehe das ein. Aber ich habe Angst, dass er dann nicht mehr so toll ist. Naja, aber ich fand das Buch wirklich fantastisch. Ich hatte so einen Spaß und ich habe... Habe ich damit gerechnet? Naja, meine Erwartungen waren da oben und sie wurden erfüllt. Also von daher war okay. So. Dann hatte ich hier das Bernhard-Hennen-Buch angefangen. Mich da 1,5 Tage durchgequält und dann gesagt... Ja, das war auch meine Gedanken oft. Oh. Ja, also das war... Ich konnte nicht. So, und dann habe ich mir gedacht, beziehungsweise habe ich Mama gefragt, was sie für schlau empfindet. Und dann habe ich mich an den Gesang der Sirenen von Maya Shepard gesetzt. Vierte Teil der Grimm-Chroniken. Wie viele Sterne hat der gekriegt? Wahrscheinlich wieder 3. Ne, wie alle anderen auch. Ich glaube ja. Ja, ne? Mhm. Ich fand ihn nicht schlechter als den ersten und zweiten Teil. Ich fand ihn aber schlechter als den dritten Teil, der ja bisher mein Favorit ist. Bin mal gespannt, ob wenn wir alle 24 oder so davon haben, ich immer noch die Reihenfolge weiß, in der ich sie mochte. Weil wenn sie alle nur 3 Sterne kriegen, dann weiß ich es nicht. Ich fand es okay. Aber ich meine, wenn sie alle 3 Sterne kriegen, dann ist das ja immer so eine... Das ist ja konstant, ja, ja. Konstant, ja. Das stimmt. Nee, also ich würde auf keinen Fall weiterlesen, wenn sie noch schlechter wären. Aber sie sind halt fantastisch für die Reading Challenge. Ne? Also Leute, die hat man immer an einem Tag durch. Und das hypt einen einfach so krass. Und das war auch das, was ich jetzt gebraucht hatte. Und deswegen war das gut. Denn ich habe die Leseflaute gekommen gespürt. Ich habe sie angesteckt. Mhm. Nee, weil das war einfach... Immer wenn sie runterkam, guck mal TikTok. Erstmal das, dann war das Leben einfach scheiß, Entschuldigung, Mist zu der Zeit. Dann waren die Bücher, also ich meine, das war okay, aber es war jetzt auch nicht fantastisch. Das Bernhard-Hennen-Buch war nicht gut. Und ich habe schon gedacht, oh Gott,
nein, nein, nicht nach der Hälfte des Jahres versagen. Das machen wir nicht. Und dann hatte ich die beste Idee, die ich je hatte. Und zwar musste ich etwas lesen, von dem ich wusste, dass ich es lieben würde. Da habe ich mich entschieden, den Deep zu rereaden von Megan Wallen Turner. Diesmal auf Englisch, ich hatte den das erste Mal auf Deutsch gelesen und jetzt sind wir in der Originalsprache, ne? Ja, worum es im Deep geht, müsstet ihr mittlerweile alle wissen. Gen, er ist der beste Deep der Welt und er wird losgeschickt, um ein geheimnisvolles Artefakt zu stehlen. I loved it. Beim ersten Mal lesen hat es nur 4 Sterne bekommen, jetzt sind es natürlich 5, weil... Ne. Wegen Originalsprache oder warum? Nee, weil... Weil er dir aus... Ach, der hat dir aus Leseflaute gerettet und dann hast du gesagt... Die große Belohnung für. Nee, es ist ein bisschen so wie bei... Hoppala. Es ist ein bisschen so wie als ich die Luna-Chroniken gereadet habe. Weil ich bin weiterhin der Meinung, dass wie Monde so... Wie... Monde so silber? Ja, also der erste Teil keine 5 Sterne verdient. Aber ich habe 5 Sterne gegeben im Zeitalter, weil ich wusste, okay, du entfachst meine Liebe. Und hier... Was halt auch so wird. Und deswegen 5 Sterne, es war so gut, es war das Schlauste, was ich hätte machen können. Und ich war einfach, ach. Ja, und dann habe ich wenig überraschend, weil ich immer noch in der Stimmung war, in der ich etwas brauchte, was ich liebe, den zweiten Teil gelesen, The Queen of Victoria. Natürlich. Meine Meinung ist ein bisschen anders als Mamas, weil es halt auch 5 Sterne bekommen hat. Aber ich, warte, darf ich dazu was sagen? Weil Melly steht ja voll auf diese Strategie und so diese Kriege und wer wen... über den Tisch ziehen und so weiter und ich stehe da nicht so drauf. Ja. So, und ich glaube, das ist halt so, also ausschlaggebend, denke ich, für deine Bewertung. Ich gebe dir vollkommen recht. Mhm. Es ist auch so, dass ich jetzt beim zweiten Mal lesen fand ich den Band auch nicht mehr so gut. Ich meine, er wird wohl nicht viel schlechter sein, weil er hat ja immer noch 5 Sterne bekommen. Es ist immer noch ein fantastisches Buch, aber ich glaube, hätte ich das Buch nicht gereadet, hätte ich Mamas Sicht nicht verstanden. Aber jetzt, wo es halt frische in Erinnerung hatte, ich verstehe, was Mutter sagt. Ich verstehe. Weil der hier ist echt ein bisschen schleppender. Beim ersten Mal lesen war halt alles neu und alles war schockierend und so. Da muss ich aber auch einfach sagen, dass der deutsche Verlag einfach versagt hat. Weil der Klappentext vom zweiten Teil spoilert ja mal alles, was im zweiten Teil passiert. Das sind Sachen, die hier drin super überraschend sind. Und im Deutschen ist es einfach vorweggenommen. Also das finde ich auch einfach nicht gut. Ja, ich verstehe aber, wenn Leute sagen, der zweite Teil ist ein bisschen schleppend, das ist nicht mein Favorite und so, verstehe ich absolut. In dem, im deutschen Teil ist eine Geschichte drin, da erzählt die Königin Edis eine Geschichte über eine Göttin. Mhm. Und diese Geschichte geht über 10 Seiten. 10 Seiten mindestens, ja? Ja. Ich meine, im Englischen auch, aber ich finde, da kommt man einfach gut durch. Ja, aber dann, ich habe gestern nämlich nochmal drüber nachgedacht, weil ich hatte zu ihr gesagt, so, ey, guck dir das mal an, hey, hier mit der Geschichte, die hört ja gar nicht mehr auf. Und dann sagt sie so, hä, ich wusste gar nicht, dass da eine Geschichte drin ist. Ja, er ist nicht mehr traurig. So, wie liest du denn dann? Du hast das re-readet? Ey. Nee, das war aber echt so, das Ding ist halt, die Geschichte, ich finde, während man diese Geschichten, die nichts mit der Geschichte zu tun haben, liest, ich habe da Spaß dran. Aber dadurch, dass sie halt nicht einen tieferen Mehrwert haben, bleiben die auch nicht so hängen, weil die dich ja halt auch nicht weiterbringen. Ich finde es super, dass die Geschichten drin sind, weil das innovativ ist und Megan Wallen Turner das sehr gut macht. Naja, wenn man eine ein Geschichtchen erzählt, ja. Okay, aber nicht über 10 Seiten. Ey. Ja. Also ich fand so, ja, was ist denn jetzt? Geht's hier weiter oder muss ich mir jetzt alle Geschichten da reinziehen? Ich verstehe das. Ich gebe recht. Ja, aber ich fand es trotzdem amazing, weil was auch sonst, ne? Du bist dran. Mein letztes Buch für diesen Monat war von... Bucketliste, ne? Ja, genau, Bucketliste. Ja. Bucketliste war... Mehrere Sichten, mindestens 3. Meins war Schatten über Uldad. Genau. Und ich habe gelesen von Nils Schustermann, vollendet der Aufstand, der zweite Band. Mhm. Ich habe 3 Sterne gegeben. Ich habe auch hier einen halben Monat dran gesessen. Ey, ja, Mann. Da saß du lange dran. So lange saß ich hier dran. Und vor allen Dingen hatte ich letzten Monat, Ende letzten Monat damit angefangen. Ja. Ne? Ich kam überhaupt nicht weiter mit dieser Geschichte. Ich fand das so langweilig. Ich habe dem Ganzen 3 Sterne gegeben, weil... weil ich die Grundgeschichte super finde. Mhm. Also innovativ und hammer ausgearbeitet. Also finde ich richtig gut. Und weil Neil Schusterman es geschafft hat, während er was erklärt, mir so ein bisschen Gänsehaut zu machen. Mhm. Ja? Aber ich finde in diesem Band
hat die Geschichte echt nachgelassen. Also ich fand es langweilig. Ich fand so, wann geht's denn da mal los? Wann passiert denn endlich mal irgendetwas? Und als dann was passierte, war das so, oh. Du fandst auch den Schreibstil nicht mehr so geil, ne? Nee, weil er hat ja auch nicht mehr großartig irgendwas so beschrieben, ja. Ich fand den neuen Charakter, der dazugekommen ist, cool. Cam ist cool, muss man sagen. Ich finde auch, Cam ist das, was das Buch rettet. Mhm. Weil ohne Cam hätte ich auch eine schlechtere Bewertung gegeben. Aber dann sind da halt viele Aspekte drin, wo ich einfach denke, da ist ein Charakter drin, die total gegen diese Sache ist. Und dann am Ende, okay, man sagt ja, um Schlimmeres zu vermeiden, lässt sie zu, dass man was Bestimmtes mit ihr macht. Aber ich weiß auch nicht, ich war so enttäuscht, dass ich einfach dachte so, oh nee. Und dann, wie die Geschichte dann eine Wende genommen hat, ich weiß nicht. Ich habe echt Angst, was du vom dritten hältst, weil den fand ich dann ja auch nicht mehr. Ich fand, der dritte hat halt nichts mehr, was den rettet. Mhm. Ich fand halt, der erste hatte das Konzept, der zweite hat Cam, aber der dritte hat halt nicht mehr was, wo man sagt, wow, also habe ich ein bisschen Angst. Also ich finde auch, da sind Charaktere reingeschmissen worden, auch wieder neue, die letzten Endes, ich weiß ja jetzt nicht, was im dritten Teil passiert, aber letzten Endes in dem Teil war das so, ja toll, jetzt habe ich mich mit dem rumgeärgert, wofür? Mhm, ne? Also, Was ist denn deine Meinung zu Starkey? Starkey war, ach ja, das ist ja dem, mit dem ich mich rumgeärgert habe. Du hast ihn zu Tode, ne? Weil wer den nicht hasst, I don't understand. Ja. Wir hassen ihn alle. Okay, dann, was ist das? Eine Tasche Pocket. Leute. Ja, dann kam. Das sind so Entscheidungen im Leben. Ja, es ist traurig. Also, meins ging natürlich stetig weiter. Ich habe The King of Atolia gelesen. Und den kann es auch immer sein. Leute, ich glaube, das hier war der Band, wo ich mich am wenigsten an die Ereignisse erinnert habe. Aber ich muss einfach sagen, das ist das beste Buch in der Reihe. Und Leute, die was anderes sagen, mit euch würde ich gerne streiten. Weil dieses Buch hat einfach alles. Es hat Charakterentwicklung, es hat genug Eugenides, es hat Kostis, den man lieben muss. Es hat Political Intrigue, aber auch nicht so viel. Also wer jetzt keinen Bock hat, über Krieg und sowas zu lesen, der wird hier nicht damit gequält. Oder zumindest nicht viel. Ich finde einfach, Gen ist so exorbitant gut in diesem Buch. Oh wow. Ach ja, ich habe gar nicht zu den Kurzgeschichten gesagt. Die ignorieren wir, weil die nicht wirklich viel aussagen. Die sind in dem Universum und die haben zusammen 25 Seiten. Also von daher 25, ich glaube sogar nur 14. Was? Was sind das für Geschichten? Eine hatte 4 Seiten und die andere 10, glaube ich. Die hier hatte 4 Seiten und die andere hatte 10. Ach, da sind noch Kurzgeschichten drin? Ach so. Aber die machen nicht wirklich viel zur Geschichte. Ja, also 5 Sterne natürlich. Dieses Buch hat mich so glücklich gemacht. Ich wusste noch, dass ich das Ende über alles liebe. Und dann habe ich das Ende gelesen und es ist jetzt mein Status auf WhatsApp. Weil, ich liebe den Satz einfach. Und ich darf da nicht reingucken, Spoiler. Aber am liebsten würde ich den Satz mit dir teilen, weil ich ihn liebe. Und es ist einfach das Beste, wo ich liebe es. Ich habe es beendet und am liebsten hätte ich wieder von vorne angefangen. Weil es einfach so gut ist und ich kann es gar nicht machen, dass sie es liest, weil ich hoffe, dass sie es liebt. So, dann habe ich, oh wow, was für eine Überraschung. A Conspiracy of Kings. mein nächstes Buch könnt ihr dann auch schon erraten. Hier das fand ich beim... Was? Echo. Ja, ich brauchte das diesen Monat. Das war das Beste, was ich machen konnte. Ganz ehrlich, ich glaube, von all meinen Lebensentscheidungen ist das in den Top 5. beim ersten Mal lesen fand ich das fantastisch, aber nicht so gut, wie ich erwartet hatte. Das hatte beim ersten Mal lesen nur 4,5 Sterne bekommen. Jetzt hat es sich eingereiht bei den anderen 5ern, weil ich zwar einsehe, warum Menschen sagen, dass der hier schwächer ist als 2 und 3 und vielleicht auch als 1. Ich sehe das. Aber es ist trotzdem ein sehr gutes Buch. Man muss halt damit klarkommen, dass Eugenides hier wirklich eine winzige Rolle spielt. Er ist fast gar nicht da. Aber dafür ist der andere halt auch toll. Bei weitem nicht so toll wie Gen, so, ne? Don't get me wrong. Aber dadurch, dass ich wusste, worauf ich mich hier einlasse, war es amazing. 5 Sterne, no one is surprised. So, und dann natürlich, Thick as Thieves. 5 Sterne natürlich auch. Beim ersten Mal lesen habe ich im Lesemonat hierzu gesagt, dass ich finde, das ist das perfekte Buch. Und ich bleibe dabei, es ist perfekt. Ich finde, es passiert viel mehr, als man denkt. Irgendwie passieren die ganze Zeit Sachen hier in dem Buch und das finde ich fantastisch. Ich liebe, dass wir hier Zeit mit Kostis verbringen, weil, ach Mann, der ist eine gute Seele, ne? Der ist einfach eine tolle Seele. Und Kamet ist
auch eine tolle Seele. Der ist für euch ein bisschen doof. Aber man muss ihn lieben, weil wer Kamit nicht liebt, ist auch einfach komisch. Eugenet ist hier noch weniger präsent als in Conspiracy of Kings, also macht euch da bereit für, weil ich glaube, wer an diese Bücher rangeht mit Eugenet ist, der wird enttäuscht sein. Und ich glaube, daher kommen auch die schwächeren Reviews. Weißt du? Ja. Aber ich muss mal ein bisschen mehr da gucken, höre ich. Ja. Immer sehe ich in dem Video, dass ich so... ja, oder einfach runterguckst oder so. ja, aber nee, ich bin begeistert. Und ich glaube, im August oder Oktober, ich glaube Oktober, kommt der letzte Teil. Oh weh, der wird wieder... Der ist so schön. Der hier ist schön. Ja. Ja, der letzte Teil ist rot. Oh. Voll schick. Ich kann hier mein Bild einblenden vom letzten Teil. Return of the Thief. Ich bin so gespannt, wenn die den schon wieder nach hinten pushen. Aber ich muss jetzt gucken, ob ich die letzten auf Englisch lese. Ja, aber bis zum vierten gibt's die ja. Ja, bis zum vierten gibt's die. Aber dann fünfte und sechste. Mhm. Ja. Müsste ich vielleicht auf Englisch lesen. Und ich glaube, das ist aber so, die Sprache ist ja so ein bisschen altenglischmäßig. Also zumindest im Deutschen ist das so... nicht altdeutsch, aber... ich weiß nicht, ob ich das empfehlen würde für Leute, die nicht so viel auf Englisch lesen. Aber vielleicht gibt es das als Hörbuch oder so dann. Ja, schon. Ja, Hörbuch. Also, nee, habe ich geguckt. Gab's gar nicht? Gibt's nicht, gar nicht. Dreckigkeit. Mm-mm. Oder? Ich weiß es nicht. Gab's das, oder bis zum vierten? Ah, oder, ja genau, bei Audible. Audible. Wie heißt das Teil? Audible. Bei Audible gab es die, glaube ich, bis zum vierten, aber nur in Englisch. Genau. Als Hörbuch. Wir haben ja auch noch Zeit in dem Tempo, in dem du dich bewegst. Ich hab Zeit. Ja, wir haben Zeit. Wir gucken mal, wie wir das machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das sofort empfehlen würde. Jetzt fällt der Groschen. Ja, also in dem Tempo, in dem du dich bewegst, war das nicht gemeint. Nein, aber das dauert halt lange, bis du den dritten und vierten noch gelesen hast. Popo, ihr weh. Mir tut mein Bein weh. Ja, aber es dauert halt noch. Und was ich aber hier nochmal ansprechen wollte, ist, dass die... hier gibt es auch so Geschichten, guck. Mhm. Aber die haben ein ganz anderes Format als in allen anderen Bänden, weil das hier von einer anderen Region Geschichten sind. Und die sind auch komisch gewordet. So. Also ich weiß nicht, ob das gut ist für Englischanfänger oder Leute, die halt nicht viel auf Englisch lesen. Aber trotzdem, it was amazing. We loved it. Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Buch für diesen Monat. Ebenfalls einfach eine perfekte Wahl, weil... Naja, nachdem hatte ich halt keine mehr, von denen ich wusste, dass ich sie lieben würde. Und ich wollte jetzt auch nicht mehr all meine Favoriten rereaden, weil wo sind wir denn hier? Na, und dann habe ich mich dazu entschieden, die gute alte Vi zu lesen. Und zwar habe ich gelesen Inappropriate von Vigilant. Rezension kommt, ich weiß nicht wann. Ja, hier geht es um so eine Office Romance, Boss Romance, bla bla bla. Och, nee. Echt? Nee, ne? Hätte gar nicht. Keiner jetzt kommt denn. Dass du sowas mal liest. Ja, ne? Aber es spricht ja gar nicht mit mir. Nein. Nee. Aber ich habe das hier gewählt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein alleinständiges Buch von Vicky Land sehr gut finde, ist immer sehr hoch, ne? Und ich wurde nicht enttäuscht, es hat 4,5 Sterne bekommen. Es war einfach... Man fliegt einfach da durch. Ich hatte es in 2 Tagen durch. Es hat mich glücklich gemacht. Ich habe zum Schluss fast geweint, weil ich... Sentimental. Ja, ich so... Aber es war wirklich gut. Ich glaube, dass es ungefähr so gut ist wie Bossman, Bestman, Player. Aber dass das nicht schlecht ist. Das war jetzt kein Reread. Nein, das war ein Neu-Read. Schön. Nee, also ich weiß nicht, ob es gleich gut ist. Das Ding ist halt, dass ich jetzt einfach strenger bewerte. Und ich sagte sie und sagte auch gleich an demselben Atemzug, der Dieb hat keine 5 Sterne verdient, aber ich hab's so gegeben. Also, nein, aber grundsätzlich bewerte ich jetzt strenger. Und ich glaube, deswegen hat der 4,5 und keine 5 bekommen und alle anderen halt 5. Deswegen macht daraus, was ihr möchtet. Aber ich fand's toll. Irgendwann kommt er bestimmt auf Deutsch. Ich glaube daran. So, was ist dein Plan für nächsten Monat? Ach, nächste Woche. Ah, nächsten Monat werde ich eine Woche Urlaub haben. Oh, wow. Oh, obwohl ich mir in dieser Woche auch schon viel vorgenommen habe. Lass das doch. Ja. Hey, hier sind Marienkäfer drauf. Oder nicht? Nein. Achso. Das sind nur Blumen. Jetzt habe ich schon keine Brille auf, aber ich sehe, dass das keine... Oder? Nee, das sind nur die Punkte von der Blume. Okay. Ups. Nein, das sind noch ein Käfer. Ich glaube nicht, du. Doch, da. Na, wir sind uns uneinig. Interessant, ne? Ja, oh wow. Ja, wie immer hier. Interessante... Ja, ja. ja, also ich habe mir vorgenommen... Ne, eigentlich vorgenommen habe ich mir gar nichts, weil ich lebe momentan planlos. Mhm. Planlos hast du jetzt das mal erwartet, das gab es noch nie. Yes. Ich lebe planlos, weil ich einfach mir gesagt habe, hör auf, dir Druck zu machen, mach einfach so, wie du gerade Bock hast. Mhm.
Das machen wir jetzt gerade. Mhm. Also gucke ich mal. Ja. Ich wünsche mir 3 Bücher, wenn es 4 werden, super. Wenn es 2 werden, dann ist es halt so. Ja. Ich habe kurz, bevor wir dieses Video gedreht haben, habe ich zur Melli gesagt, ich möchte aussteigen. Ja, weil Mama, wir müssen die Mama immer so motivieren, hier mitzumachen. Ey. Ja, das ist so krass. Weil ich einfach irgendwie, sie liest halt super viel und ich sitze dann hier mit meinen 2 Büchern. Und sie macht sich immer so Druck, aber ich sage, es ist doch egal, wie viel du liest. Nein, es ist ja nicht egal, weil sonst ist ja kein Sinn. Was macht das für einen Sinn, wenn ich hier sitze und keine Bücher gelesen habe? Ihr freut euch doch einfach über ihr Gesicht, oder nicht? Nein. Doch, ich glaube, so ist das. Fishing for Compliments. Nein, das wäre ja, wenn du das gesagt hast. Ja, auf jeden Fall. Ich werde nicht aussteigen, weil sie sagt, ich gehöre dazu. Ich bin sowas wie eine Blume. Was? Wie eine Pflanze, die man... Du bist halt Deko für uns alle. Ja. Ja. Ich gehöre halt dazu zum Lesemonat. Ja. Na gut, dann machen wir das halt weiter. Mhm. Du musst einfach diesen Druck aus dem Kopf kriegen und dann ist auch wieder gut. Ja, genau. Ja. Ich glaube einfach, gehen. Momentan ist es a dark time. Ja. A dark time. Ja. Und aber der wird auch weggehen, wenn du wieder ein Buch gefunden hast, was du voll gut findest und wenn du dann wieder Spaß hast. Ja. Ich glaube, wir lassen uns anstecken von allem, was so gelaufen ist und was so auf der Welt los ist und ach, alles, ne? Schatz. Und wir sind eigentlich immer so voll lustig. Ja. Und wir versuchen das auch weiterhin zu sein, ne? Mhm. Ich spiele weiter Ukulele. Die Mama kann jetzt ganze I'm your sunshine. Nee, you are my sunshine. I am your sunshine. You are my sunshine. Junge Sunshine. Ja, das kann ich auch. Ja, kann ich gut. Voll gut. Jammen. Ja. Letzte Frage. Achso, darf ich nicht weiter. Achso, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, wir versuchen, die Stimmung hochzuhalten. Ja. Die Brüste auch. Ja. Oh Mann, ey. Wenn ihr wüsstet, wie prüde ich normalerweise bin. Sehr. Sehr. Ich finde, das denkt man gar nicht, weil ich die ganze Zeit über Sex und keine Ahnung über laber. Aber sie ist sehr prüde. Ja. Prüde ist das. Bleiben wir bei der Wahrheit. Nein, aber was ich noch sagen wollte, ist Buch für die Bucketlist nächsten Monat. Wollten wir nämlich Bescheid sagen, ist nämlich ein Buch mit schlechten Bewertungen. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir das schlecht bewertetste Buch von unserem Soap auf Goodreads lesen. Ja. Ihr könnt das so machen wie wir, wenn ihr möchtet, oder einfach random Buch aussuchen. Macht denn überhaupt jemand mit? Bestimmt. Ja, ne? Eine Person von euch doch sicher. Bestimmt. Ja. Doch, also, da war auch eine... Es gab ein paar Leute, die gesagt haben, die versuchen mitzumachen. Ich habe jetzt keine Updates von euch gekriegt. Ja. Aber ja. Ja, also so machen wir das. Und ich wollte noch sagen, voll süß. Jemand hat mir auf Instagram geschrieben, das fand ich voll süß. Also hier nochmal ein Plug. Jakob hieß er, glaube ich. Ich glaube, er hieß Jakob. Ich folge ihm jetzt auch auf Instagram. Also der macht schöne Bilder. Ich schreibe euch mal den Namen unten in die Infobox. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Und du hattest auch noch ganz lange mit Wuchs. Ja, nee, aber die hatten einen neuen Namen. Irgendwie Ex... World of Monsters. Ich schreibe auch den mal unten auch sehr schöne Bilder. Ist ja auch egal. Worauf ich hinaus wollte ist, ihr könnt mir ruhig öfter schreiben. Ich schreibe gerne durch. Ja, jetzt, ja, wir. Aber du hattest ja gesagt, wundert euch nicht, ne? Wenn du nicht antwortest, hast du über deinen Post geschrieben. Ach so, ja gut. Nein, also ich antworte schon, aber ich manchmal braucht es halt was. Ne? Aber eigentlich schreibt ihr. Ja, ich schreibe voll gerne mit euch, Freunde. Ja, die freut sich immer voll. Und dann hat sie ja das Gefühl, Freunde zu haben. Au. Sie hat Freunde. Oh, sie will auch gar nicht so viel. Das tat jetzt weh. Melli ist nämlich ein bisschen... Ein Einseiter. Antisozial. Minimal. So, wir müssen das Video jetzt beenden. Das ist nämlich ganz lang. So, wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen. Ja, hoffen wir. Ja, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag. Und bis zum nächsten Video, ne? Ciao. Tschüss.